Jetzt können wir das alles zusammen verwenden, um die Kurve zu zeichnen, die jetzt durch diese Gleichung hier beschrieben wird. Dazu gehen wir als erstes her, gucken uns die quadratische Form auf der linken Seite an und schreiben die mal so mit Hilfe einer symmetrischen Matrix. Also gesandwiched zwischen diesen Vektoren mit Komponenten x1, x2. Dann müssen hier Fünfen auf die Diagonale. Und dann machen wir minus Einsen hier, um diesen gemischten Term zu kriegen. Diese Matrix, die haben wir schon mal gesehen. Das war die Matrix aus dem Eingangsbeispiel. Die hatte Eigenwerte Lambda 1 gleich 4 und Lambda 2 gleich 6. Kann man auch nochmal schnell nachrechnen. Oder wenn ich jetzt die Eigenvektoren angebe, dann sieht man es auch durch Matrix-Mektor-Multiplikation. Also mit den Eigenvektoren sagen wir U1 gleich 1, 1 und U2 gleich 1 minus 1 und Vielfache davon. Das sind jeweils auch entsprechende Eigenvektoren zu diesen Eigenwerten 4 und 6. Und die können wir jetzt nehmen, um so eine Transformation zu machen, um diese Hauptachsentransformation durchzuführen. Also wenn wir die jetzt sammeln in einer Matrix U, und dazu sollten wir sie auf jeden Fall dann normieren. Also schreiben wir hier einen Faktor 1 durch Wurzel 2 davor. 1, 1, 1, minus 1. Dann macht die jetzt so eine, für die so ein neues Koordinatensystem ein. So schreiben wir das vielleicht so. X ist U mal Y. Ja, so neue Koordinaten. Y1, Y2. Die sind gedreht gegenüber über den ursprünglichen Koordinaten X1, X2. Also Y1 sagt uns an, wie weit wir in die Richtung von U1, aber dann vom normierten U1, also von dem hier eher gehen. Okay, jetzt können wir hergehen und das zeichnen. Ich habe das schon ein bisschen vorbereitet. Hier ist jetzt unser Koordinatensystem in Schwarz, das x1, x2 Koordinatensystem, das neue Koordinatensystem mit den Ys. Das habe ich hier in Grün eingezeichnet. Und jetzt, welche Gleichung müssen wir zeichnen? Also hier oben steht ja unsere Gleichung, die wir zeichnen möchten. Schreiben wir die hier vielleicht nochmal hin. Und die ist ja jetzt gleichbedeutend mit der Gleichung im... Ups, das sieht aber nicht gut aus. Was ist jetzt passiert? Die ist gleichbedeutend mit der Gleichung im neuen Koordinatensystem, die jetzt heißt 4 Lambda 1 Quadrat plus, nein Quatsch, Lambda, was schreibe ich denn? 4 Y1 Quadrat plus 6 Y2 Quadrat gleich 1. Und jetzt sehen wir hier, das ist eine Ellipse, was wir zeichnen wollen. Also eine Ellipse. Und die Halbachsen, die können wir hier auch ablesen. Die sind durch 1 durch Wurzel die Eigenwerte gegeben, also 1 halb und 1 durch Wurzel 6. Und 1 durch Wurzel 6, das ist ungefähr 0,4. Das heißt, das hier, was uns am Anfang schwer fiel zu zeichnen, zeichnen wir jetzt viel einfacher in dem gedrehten Koordinatensystem als das hier ein. Und das ist jetzt also eine Ellipse, die geht hier durch, wenn da oben 1 ist, dann ist hier 0,5. Dieser Stelle und gegenüber hier hätten wir minus 0,54. Dieses 1 durch Wurzel 6 wäre ungefähr hier und hier. Und jetzt können wir versuchen, da die Ellipse einzuzeichnen. Naja, so ungefähr. Und so hat uns dann diese ganze Hauptachsentransformation geholfen zu verstehen, was für ein Kegelschnitt durch diese Gleichung hier beschrieben wird.